Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute was ganz Besonderes, denn ich hatte euch neulich bei Instagram gefragt, ob ihr mir Produkte nennen könnt, die ihr haben wollt, die auf eurer Wunschliste stehen, die ihr aber noch nicht kaufen wollt, weil ihr euch nicht traut, weil ihr einfach noch auf meine Meinung wartet. Und es ist fast ein Full Face geworden. Ich habe einige Produkte hier. Manche kanntet ihr schon. Manche sind neu, manche sind auch für ein anderes Video, also es passt perfekt und ich freue mich, heute die ultimativen Meinungen, also meine Meinung, zu diesen Produkten mit euch mitzuteilen. Ich hoffe, Freunde, es geht euch gut und ihr habt alle zauberhaft geschlafen. Ich bin schon eine Weile wach und ich muss euch was erzählen. Ich habe es auch eben auf Instagram erzählt, falls ihr mir da noch nicht folgt, dann habt ihr es verpasst. Schaut auf jeden Fall bei Instagram vorbei, so unlustig, aber es spricht einfach nur dafür, dass in meinem Kopf einfach zu viel Luft ist. Ich bin heute Morgen aufgewacht, um 5.15 Uhr. Und es ist so unlustig, ich schwör's euch. Aber irgendwie schon. Und kennt ihr Tina Turner? Und ich weiß nicht, was mein Gehirn daraus gemacht hat, aber ich dachte, wenn man Tina Turner und einen Thunfisch zusammenpackt, dann hat man Tina Tuna. Es ist so verdammt unlustig, ich wollte es euch nur noch mal mitteilen, aber es hat mich völlig gekillt heute Morgen. Und ich hatte es vergessen, bis ich die Links für dieses Video raussuchen wollte, das mache ich immer vorher. Und dann habe ich in meiner Notizen-App Tina Tuna gefunden und ich dachte mir, okay, ciao, ist vorbei für heute. Freunde, ihr seht, ich habe noch nichts in meinem Gesicht. Ich probiere gerade eine neue Tagespflege aus. Das ist ein Dupe zu dem Milk Megan Moisturizer. Und deswegen gehen wir auf die Pflege noch nicht ganz so viel ein. Ich muss das einfach noch ein bisschen testen. Aber, Freunde, freue mich, dass ihr heute hier seid. Und hoffentlich hattet ihr einen kleinen Lacher. Falls nicht, hoffentlich kriegt ihr noch einen Lacher in diesem Video. Ich dachte mir, okay, meine Aufgabe ist es ja, Produkte zu testen, damit ihr wisst, wollt ihr sie haben oder wollt ihr sie nicht haben. Und ich dachte mir, wir verbinden das Ganze einfach mal. Und ich frage euch, welche Produkte ich kaufen soll. Und ich habe einige Produkte, habt ihr, glaube ich, schon mal gesehen in verschiedenen Videos, manche aber noch nicht. Und deswegen habe ich alle zusammengetragen und die möchte ich heute benutzen. Ich freue mich, dass ihr hier seid und ich würde mich freuen, falls ihr Spaß habt und gerne hier seid, meinen Kanal abonniert und dem Video einen Daumen nach oben gebt. Ich sehe nämlich ganz oft, dass über 40%, die meine Videos schauen, noch nicht Teil der Giacomo Army sind, Freunde. Und für euch ist es wahrscheinlich nur ein Klick. Für mich ist es aber ganz, ganz viel und ist für mich und meinen Beruf ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, das vergessen immer ganz viele Leute. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Und jetzt geht's los, Freunde. Ich habe genug gequatscht. Es geht los mit dem Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter. Dieses Produkt wollte ich schon Ewigkeiten haben. Aber ich dachte mir, nee. 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 Ich habe es nicht eingesehen, weil ich habe es auch nicht verstanden. Jetzt habe ich es verstanden. Ich teste es schon seit fast einer Woche. Einfach damit ich euch auch im Full-Face Charlotte Tilbury, was demnächst kommt, so ein kleines Update geben kann. Wie vertrage ich die Produkte? Gefallen sie mir? Und dieses Produkt ist ganz spannend. Das gibt es in verschiedenen Farben sogar. Und das ist für ein Glow. Es hat aber trotzdem so ein bisschen Deckkraft. Und es hat aber irgendwie keine Deckkraft. Und es sieht total fantastisch aus. Und ich weiß nicht wie. Das sieht einmal so aus. Kommt in einem hochwertigen Glasziegel mit so einer roséigoldenen Kappe und man kann das rausziehen und dann hat man hier so ein, ihr sagt dazu immer Tarte Shape Tape Füßchen. Das riecht nach nichts und das gebe ich mir in mein Gesicht. Ich habe jetzt die Farbe 4. Es hat Farbe, aber so minimal, dass es so aussieht, als hätte es keine Farbe, aber doch irgendwie Farbe hat. Das ist wie der Regenbogenfisch. Das ist irgendwie komisch, aber es ist krass. Also, das habe ich, wie gesagt, schon getestet und viele von euch wollten Charlotte Tilbury haben. Sehr viel von euch. Ich finde es krass, dass es eine Marke geschafft hat, Charlotte Tilbury. Die gibt es ja schon eine Weile, aber die ist ja erst in den letzten Jahren wirklich durch die Decke gegangen. Und das finde ich sehr bemerkenswert, dass eine Marke sich so lange hält und dann erst so präsent ist und viele von euch die auch testen wollten. Deswegen habe ich auch noch ein anderes Produkt von Charlotte Tilbury hier. Eigentlich könnte ich euch alle in diesem Video zeigen. Ich will aber dem Full Face Charlotte Tilbury nichts vorwegnehmen. Dieses Hollywood Flawless Filter, das kann man so tragen. Ich blende mir das mit einem Buffer Brush ein. Und ihr seht, es ist nur so ein Glow auf der Haut. So ein perfekter Glow. Ich hatte es gestern euch schon mit dem Ofra-Produkt gezeigt. Das ist, also das Ofra-Ding ist eigentlich ein 1:1, ein 1:2 Dupe dazu. Das hier ist etwas schimmernder und ich finde, es sieht ein bisschen weicher auf der Haut aus. Aber ihr könnt sehen, dass mein komplettes Gesicht so einen leichten Glow hat. Und theoretisch
Könnte ich jetzt einen Tinted Moisturizer raufgeben? We don't do that here. Aber es ist ein wunderschönes Ergebnis. Was ich damit gerne mache, ist, wenn ich jetzt so einen Ausschnitt wie hier habe, ich habe einfach den Kragen von meinem Jeanshemd umgeknebelt, Innovative Queen, I know, gebe ich mir das so ein bisschen an den Hals. Und dadurch, dass es so eine leichte Tönung hat, aber nicht so doll, verblendet sich die Foundation mit eurem Hals dann auch gleich besser und ihr habt so einen wunderschönen Glow. Und was ich schön finde, ich habe es nie verstanden, auf den Ohren. Wenn die Ohren so ganz leicht glowen und so ein bisschen. Es sieht einfach aus, als hättet ihr Wasser getrunken und das ist das Einzige, was wir hier wollen. Also das ist ein wundervolles Produkt. Ich sage dazu dann auch noch mehr in dem Full Face Charlotte Tilbury. Ich weiß noch nicht, wann ich es mache. Eigentlich könnte ich es sofort machen, aber wir hatten gestern erst Ofra. Vielleicht mache ich es nächste Woche. Oder aber Full Face Fenty. Oder aber Full Face Catrice. Ich bin durch den Wind. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, welches Video ich als nächstes machen soll. Freunde, ich habe extrem gute Laune gerade wegen diesem Tina Tuna Ding. Und wegen vielen anderen Dingen. Ich habe gestern etwas gesehen, was fertig ist. Und ich freue mich. Okay, weiter geht es mit Foundation. Und auch das ist die von Charlotte Tilbury. Und das ist die Airbrush Flawless Filter Foundation. Ich habe die in der Farbe 6, Warm. Und auch das ist ein spannendes Produkt, denn ich habe das auch immer so ein bisschen missverstanden. Charlotte hat, glaube ich, 3 Produkte, dieses Hollywood Flawless Filter, die Airbrush Flawless Foundation und dann noch irgendein Produkt, die alle irgendwie ähnlich klingen, aber was anderes machen. Also das Hollywood Flawless Filter ist so als Primer. Die Foundation ist the Foundation, die Flawless Airbrush, Gott, wie heißt sie denn? Airbrush Flawless Foundation. Und dann gibt es ein Ding, das kommt in so einer Quetschtube. Und das ist eine Mischung aus beidem. Muss ich auch noch ausprobieren. Ich nehme jetzt denselben Pinsel und arbeite mir eine ganz dünne Schicht von dieser Foundation auf. Denn ich habe sie schon getragen und das musste ich erst lernen. Die Foundation sieht bei mir schöner aus, wenn ich weniger benutze. Das ist total spannend. Also wenn ich die Dior Foundation benutze, dann mag ich es gerne, wenn ich viel benutze, weil dann ist das Ergebnis ein bisschen deckender. Aber es wird nicht cakey oder so, weil sie halt so super glowy ist. Bei der Foundation reicht es wirklich, also ihr seht sofort einen Unterschied, ne? Mit dem Glow Highlighter natürlich darunter ist das schon mal so ein kleiner Unterschied. Aber ihr seht, Deckkraft ist auf jeden Fall da, auch wenn ihr ganz, ganz wenig Foundation benutzt. Mein Gedanke war so ein bisschen, okay, ich weiß, Team Günstmaus ist shaking gerade. Aber dadurch, also hier sind 30 Milliliter drin, glaube standardmäßig. Ja, 30 Milliliter. Aber ich habe das Gefühl, dass dieses Produkt länger halten wird als eine Foundation von Maybelline, wo man 3-4 Pumpstöße braucht. Hier braucht man weniger, weil sonst sieht es einfach nicht mehr so wunderschön aus, wie sie jetzt aussieht. Ich hole euch gleich ein Stückchen näher ran, aber ich wollte euch einfach nochmal den Unterschied zeigen, wie krass diese Deckkraft ist bei so, so wenig Produkt und das mit einem Pinsel. Ich gehe hier wirklich schön buffen drüber. Das ist aktuell zumindest einer meiner absoluten Favoriten Foundation Pinsel. Der ist von Morphe und Jeffree Star, der JS1. Der ist fest, aber nicht zu fest und man hat nicht so Streaks, so diese Streifen im Gesicht. Wunderschön. Schaut mal, ich habe immer noch etwas auf der Hand und das ist eigentlich zu viel. Schade eigentlich, deswegen gehe ich jetzt mit dem Rest hier nochmal so ein bisschen über meinen Hals und gleich das Ganze so ein bisschen an. Ich bin ja hier eh immer so ein bisschen röter als in meinem Gesicht und deswegen probiere ich das so ein bisschen anzupassen und das bietet sich dann an. Also im Prinzip mache ich das nicht, weil ich ja meistens nicht so tiefe Ausschnitte trage, aber jetzt dachte ich mir mal, ich kann hier nicht immer mit demselben Outfit sitzen. Foundation ist einmal eingearbeitet und ich hole euch jetzt ein Stückchen heran, weil ihr müsst das sehen. Also, die Foundation und dieser Primer, Glow Primer. Ich bin jetzt noch nicht mit dem Schwamm drüber gegangen, deswegen weiß ich jetzt nicht, ob hier so ein paar kleine Streifen sind. Aber ihr seht, dass die Haut aussieht wie Haut. Und ich habe neulich ein Video gesehen, ich gehe zu einem Charlotte Tilbury Make-up-Artisten und sie sah so wunderschön aus. Deswegen bin ich sehr gespannt auf das Full Face Charlotte Tilbury. Es sieht wirklich, wirklich schön aus und ich kann euch das Produkt, ich sage es jetzt einfach schon, ich kann euch das sehr empfehlen, beide eigentlich, weil es aussieht wie Haut. Das ist jetzt keine ultra, ultra Full Coverage Foundation. Es ist eine sehr mittlere Foundation mit einem schönen Finish, die sehr lange hält. Und preislich, ja, sie ist teurer, aber sie wird euch auch länger halten, wenn ihr so arbeitet, wie man damit arbeiten soll. Nicht klatsch, 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 sondern mit einem Pinsel am besten einfach so ein bisschen rübergehen und so ein bisschen ausgleichen. Das reicht. Also das
hält bestimmt 3 Monate, diese Flasche. Base sieht wunderschön aus. Ich gehe jetzt nochmal hier mit so einem Schwamm ein bisschen rüber, einfach um das ein bisschen besser einzuarbeiten. Und überschüssiges Produkt, ja, ich nehme überschüssiges Produkt das erste Mal in meinem Leben weg. Und so sieht das Ganze wunderbar aus. Freunde, ein Produkt, was mich total gewundert hat, dass danach also wirklich mehrere gefragt haben, waren der Tarte Shape Tape. Und ich glaube, es gibt niemand anderen in diesem YouTube Deutschland Beautyland, der den Tarte Shape Tape so, also schon krankhaft benutzt hat wie ich. Das ist, glaube ich, meine 7. oder 8. Version davon. Ich habe jetzt die Farbe Light Beige. Ich habe sogar den Stöpsel rausgenommen, damit man mehr Produkt hat. Wundervoller Concealer. Der ist etwas trockener, aber er sieht toll auf der Haut aus und er funktioniert mit fast jedem Puder. Vor allen Dingen mit dem Jeffree Star Puder, eins meiner absoluten Lieblingspuder. Ich habe heute ein anderes. Toller Concealer, ultra viele Farben. Ich empfehle euch, sobald es wieder geht, geht zu Sephora und lasst euch da Color matchen, weil bei so viel Auswahl ist es immer sehr, sehr schwierig, die richtige Farbe zu finden. Ich weiß, wovon ich spreche, Freunde. Ich habe nie die richtige Farbe und ich mache das hauptberuflich. Deswegen weiß ich, es ist ultra schwer, die richtige Farbe zu kriegen. Geht in Sephora, wenn ihr die Möglichkeit habt und sucht euch die Farbe. Oder schaut bei foundation.com einmal vorbei, dann könnt ihr Foundations matchen. Dann passt das so ein bisschen. Ich blende mir das hier schon mal so ganz leicht rein. Die Kanten, dass ich die gleich etwas besser ausblenden kann. Aber lasse es unter meinen Augen noch so ein bisschen antrocknen. Ja, es ist wieder hell, aber Freunde, I like it like that. Und ein neues Produkt, was ich euch schon gezeigt habe, ist von Fenty, der Cream Bronzer. Ich habe den in der Farbe Macchiato. Wundervoll. Also seit dem Video benutze ich den jeden Tag. Wirklich. Und ihr seht schon, also er sieht so ein bisschen messy aus, aber auch der wird ewig halten, weil er so ein bisschen, der ist so fein und man braucht nicht viel, aber man kann ihn aufbauen. Und da habe ich mich sehr gefreut, dass viele von euch danach gefragt haben. Ich hatte die Umfrage, bevor ich das Fenty-Video gemacht habe, gefragt. Deswegen werden sich einige Produkte wahrscheinlich so ein bisschen doppeln. Ich gehe mit demselben Brush, mit dem ich auch die Foundation aufgetragen habe, hier rein und blende mir so ganz leicht schon mal. Also ich möchte mit dem jetzt nicht nur bronzen, sondern ich möchte den so als Skin-Topper haben. Ich gehe danach nämlich mit einem anderen Bronzer rein. Und das Schöne bei dem ist, falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, schaut da gerne mal vorbei. Da gehe ich wirklich intensiv in die Produkte nochmal rein und rede mit euch darüber. Das ist ein sehr schöner Bronzer. Auch der ist für das, was Fenty ist, preislich akzeptabel. Es ist aber immer schwierig. Ich weiß, für manche ist 20 Euro sehr viel Geld. Für manche sind 20 Euro für einen Cream Bronzer völlig in Ordnung. Deswegen, ich neige dazu, oder das wird mir oft so ausgelegt, dass ich in Fettnäpfchen trete für Sachen, die ich sage. Aber am Ende zeige ich euch die Sachen ja nur. Und ich möchte nicht, dass sich jemand schlecht fühlt, weil er sich etwas nicht leisten kann oder es sich nicht leisten möchte. Ich zeige euch einfach nur viele verschiedene Möglichkeiten. Was ich immer ganz schön finde, ist, wenn man auch Produkte sieht, die auf einer Wunschliste stehen. Und das ist ja Ziel dieses Videos, dass für Leute, die lange überlegen, ob sie sich ein Produkt leisten wollen. Und das finde ich total schön, dass ihr euch da so viele Gedanken drüber macht, welche Produkte kauft ihr euch und welche Produkte kauft ihr euch nicht. Da auf meine Meinung noch so ein bisschen wartet. Das ehrt mich sehr und dem möchte ich natürlich auch nachkommen, weswegen ich dieses Video liebend gerne für euch mache. Ihr seht, die Base sieht krass aus. Unter den Augen natürlich hell, aber das Ganze geht gleich so ein bisschen weg. Das sind die Produkte, wo ich auch gesagt habe, okay, krass, damit habe ich gerechnet, dass die kommen und dass das irgendwie so ein bisschen passt. Bei den nächsten Produkten war ich aber ein bisschen überrascht. Aber ich zeige sie euch trotzdem sehr, sehr gerne. Und zwar hatte ich euch bei Instagram ein paar Angebote gezeigt. Ich mache das im Moment regelmäßig, dass ich euch in meiner Insta-Story Produkte verlinke, die gerade extrem reduziert sind oder gerade beliebt sind und man sie irgendwie im Rabatt kriegt, also reduziert. Und eins davon war das Laura Mercier Loose Setting Puder. Das gab es in der großen, also das sind 29 Gramm, das gab es für 23 Euro bei Douglas. Also Freunde, wenn ihr das nicht verpassen wollt, diese Angebote, schaut bei Instagram vorbei, falls ihr es habt. Ich habe das Puder jetzt schon eine Weile zu Hause ausprobiert und ich bin ehrlich mit euch, es ist nicht schlecht, aber, gebe es hier so ein bisschen auf meine Hand, es flasht mich nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, okay, das hat mein Jeffree Star Puder abgelöst. Und das ist ja das eigentliche Ziel, was ich habe, eine Alternative zum Jeffree Star Puder zu kriegen. Ich meine, preislich hat sich das jetzt nicht viel genommen. Das Jeffree Star kostet, glaube ich, 25 Euro, gibt es auch bei Douglas. Und hier sind 10 Gramm drin.
Okay, doch, dann ist das ja voll der krasse Deal. Okay, dafür absolutes Go. Es ist okay, es ist schön. Ich habe mir ehrlich gesagt mehr erhofft. Ich glaube, das Problem bei diesem Puder ist, weil das so viele Leute so gehypt haben, war meine Erwartung extrem hoch. Es ist also nicht schlecht, versteht mich da bitte nicht falsch, aber es hat meine Erwartungen, die aufgrund von YouTube und von Kollegen von mir erzeugt wurden, nicht erfüllt. Meine Meinung. Dennoch benutze ich es gerne und mit dem Tarte Shape Tape Concealer auch wunderbar. Und das sieht ja nicht schlecht aus. Also das klingt ja jetzt so, als wäre das ein ganz, ganz furchtbares Puder. Nein, absolut ist es nicht. Ich gehe mit dem Rest hier über mein komplettes Gesicht und sette das. Und dafür finde ich es sehr, sehr schön. Unter den Augen kommt auf den Concealer an, im gesamten Gesicht tolles Produkt. Ich nehme jetzt einen fluffigen Pinsel und sette so ein bisschen mein restliches Gesicht, mein Charlotte Tilbury. Puder wollte ich jetzt in dem Video nicht nehmen, das habe ich euch schon so oft gezeigt und das seht ihr dann nochmal im Full-Face-Video. Viele von euch hatten auch danach gefragt, aber ich habe das Gefühl, nicht alle sehen immer alle Videos. Ich mache halt auch drei, das ist immer schwierig, aber ich habe es gezeigt, I'm living for it. Ich werde es definitiv nachkaufen und wahrscheinlich auch die nächsten 5 Jahre, es sei denn, es gibt ein besseres Puder. Mit dem Puder bin ich jetzt hier so ein bisschen rübergegangen und die Base sieht wirklich schön aus. Dieser Glow kommt noch durch, auch dieses Puder von Laura Mercier, es nimmt nicht so viel Glanz weg, also es nimmt schon den Glanz weg, aber es mattiert nicht so platt. Okay, so sieht mein Gesicht einmal gut aus. Weiter geht es mit Bronzer und das ist so schade, weil ich jetzt so viel vorwegnehme, aber es ging um den Fenty Bronzer und der stand selber auf meiner Wunschliste. Ich habe den in der Farbe Private Island. Auch da fand ich es ein bisschen schwierig, die richtige Farbe zu kriegen. Ich hätte vielleicht eine andere nehmen können. Es funktioniert aber. Auch den habe ich schon getestet. Wie gesagt, ihr kennt mich mittlerweile. Ich teste Produkte, bevor ich sie euch zeige, wirklich meistens, es sei denn, es ist ein First Impression Video, für mich nochmal. Ich schminke mich ja eigentlich den ganzen Tag immer neu und ab und probiere neue Kombinationen aus. Und auch das ist ein schöner Bronzer. Und der hat mich nicht enttäuscht. Also den hatten ja wirklich viele gehypt. Ich wusste nicht so ganz warum, jetzt verstehe ich so ein bisschen. Der ist ähnlich wie von der Textur her auf der Haut wie der Too Faced Milk Chocolate Bronzer, aber ohne diesen Geruch, der für viele penetrant ist. Ich mag den Geruch ganz gerne und ich finde, er hält länger im Gesicht und es gibt ihn in mehreren Farben. Gibt der Haut so eine schöne Farbe, dadurch, dass es ihn in vielen Farben gibt, auch hier, jeder findet die richtige Farbe und auch preislich okay, weil auch der hat 6,23 Gramm, ist schon krass. Man braucht nicht so viel davon und der layert sich schön. Also man kann ihn schön aufbauen und dann hat man so einen perfekten bronzy Look. Weniger oder mehr und man braucht nicht viel davon. Das ist ganz spannend. Bei Foundations für 70 Euro sage ich ganz ehrlich, nee, weil eine Foundation geht schneller leer als ein Bronzer. So ein Bronzer für 20, 30 Euro ist für mich persönlich akzeptabler zu sagen, okay, das lohnt sich, weil der hält länger. Also ihr seht, meine Base sieht einmal so aus und ich gehe mit dem Bronzer auch gleich in meine Lidfalte. Das ist nämlich die perfekte Farbe für mich, um mir die als Transition Shade vor Lidschatten, wir machen heute keinen Lidschatten, so einfach so ein bisschen als kleinen Touch auf dem Auge. Und ich gebe mir das auch aufs Lid und ich finde, das sieht dann immer so total summery und gesund aus. Jetzt noch so ein Highlighter aus meiner Palette, vielleicht Karma oder so. Ich gehe mit dem Bronzer auch gleich hier raus und wische das Ganze so ein bisschen hoch, dass sich mein Auge so ein bisschen nach hinten zieht. Finde ich, ist so ein schöner Trick für ein Alltags-Make-up. Also ihr seht, ich habe was auf den Augen und das probiert das aus. Nehmt den Bronzer, den ihr habt, der vielleicht euch fürs Gesicht zu warm ist und gebt euch den auf euer Auge, einfach nur die Farbe. Ihr könnt dann noch ein Inner Corner Highlight setzen. Iconic, ich liebe diese Looks. Jetzt kommen wir zu einem Produkt, Freunde, was schon so viele von euch nachgekauft haben, weil ich es euch bei Instagram gezeigt habe. Und das ist von Natasha Denona ein Produkt. Ich hatte mit Fräulein T ein bisschen drüber gequatscht. Die hat gesagt, okay, das ist dein Ende, weil das ist so das perfekte Einsteigerprodukt, weil es preislich, da war ich total überrascht, sehr akzeptabel ist. Das ist von Natasha Denona, der Bloom Blush. Den gibt es einzeln und ihr könnt ihn hier schon sehen. Der ist sehr shimmery und der kostet einfach nur 17 Euro für Natasha Denona. Und ich habe mich bei Natasha Denona ehrlich gesagt immer so ein bisschen geweigert, weil ich dachte, nee, ich gebe keine 100 Euro für ein Produkt aus. Es wird auch ewig halten, aber ich glaube, bei 17 Euro ist es so ein Ding, okay, da kann man mal sagen, das gönnt man sich mal und dann hat man eine Tasche mit 9er Produkten und dann fühlt man sich gleich so ein bisschen besser.
Wundervolles Produkt, auch das habe ich schon ausprobiert, sehr glowy. Und das ist so ein bisschen artistisch. Ich verlinke euch alle Produkte einmal unten. Ich nehme jetzt hier so einen Brush, gehe hier rein und ihr seht, also der Pinsel nimmt viel Produkt auf. Und das gebe ich mir nur so grob erstmal rüber, weil ihr seht, es hat auf jeden Fall Glow drin. Und im Prinzip ersetzt das Highlighter. Ich nehme erst so ein bisschen und gehe dann mit dem Pinsel, wenn ich den ersten Wisch weggegeben habe und der Glow so ein bisschen verteilt ist, gehe ich dann hier vor. Und dann seht ihr auch sofort diese wunderschöne Farbe. Man kann ihn aufbauen, man kann ihn sehr intensiv tragen, man kann ihn sehr artistisch tragen, wenn man ihn ganz dick aufbaut. Für den Alltag einmal kurz rein, abklopfen und hier raufgeben. Perfekt. Hat mich so ein bisschen an Natasha Denona rangebracht, wenn ich ehrlich bin. Auch wenn ich sage, es ist sehr, sehr teuer, aber viele von euch interessiert es und ihr habt euch den gewünscht. Deswegen habe ich gedacht, na gut, wenn ihr euch den wünscht, dann muss ich den ja kaufen. Habe ich gerne gemacht, weil wundervolles, wundervolles Produkt. Niemand hat nach Augenbrauenprodukten gefragt. Deswegen würde ich einmal die Augenbrauen kurz machen. Und weiter geht es mit den Lippen. Und da gibt es ein neues Produkt, was jemand von euch schon gesehen hat und auch bei Instagram gesehen hat, bei mir. Ich habe es euch nämlich schon gezeigt. Das sind Lippenstifte von We Makeup. Die haben jetzt hier Lippenstifte und die kommen in so einer durchsichtigen Verpackung, gibt es in ganz vielen verschiedenen Farben. Ich habe jetzt die Farbe 02, die sind angelehnt an den Liquid Lipsticks, die ich ja total feiere. Die riechen nach, ich kenne den Geruch. Das riecht 1:1 wie das Too Faced Chocolate Puder. Ich weiß nicht, was die kosten, ich setze euch auch die unten mal in die Infobox. Schöne Farbe, sehr natürlich. Ist das ein Dupe zu meinem MS-Lippenstift? Also es ist ein Lippenstift, ne? Man kann ihn abnehmen, er wird nicht den ganzen Tag halten, aber nicht so totmatt und so todtrocken, so ganz leicht auf die Lippen nur. Sehr, sehr schön, gibt es in vielen verschiedenen Farben, kann man mit Sicherheit auch als Blush gut nehmen, weil er halt sehr, sehr cremig ist und so einen leichten, nicht glossy Finish hat, aber halt einen Lippenstift-Finish. Sehr, sehr schön. Mascara hatte sich auch niemand gemeldet. Fand ich ganz spannend, deswegen nehme ich im Moment meine Liebste und das ist die von Asam. Tatsächlich, ich benutze sie, seitdem ich die habe, jeden Tag, weil sie so schöne Wimpern macht. Und die Mascara ist wirklich toll, die ist nicht teuer, die kostet 14 Euro. Ich habe sogar einen Code von Asam, ich glaube, der gilt noch im April, ich bin mir nicht so sicher. Schöne Mascara, hält den ganzen Tag, ist nicht wasserfest, hält trotzdem. Wie sie das machen? I don't know. Und das, Freunde, ist einmal der Look mit euren Wunschlistenprodukten. Wie gefällt er euch? Ich bin extrem begeistert davon. Falls es euch Spaß gemacht hat, schreibt mir gerne neue Produkte in die Kommentare, dann kaufe ich wieder neue und ich teste sie für euch. Tolle Produkte, ihr werdet sie in den nächsten Videos nochmal sehen. Manche habt ihr schon gesehen, manche sind neu. Oh nein, ich habe einen Bronzer vergessen. Egal, aber ihr hattet euch zwei ausgesucht. Den zeige ich euch im nächsten Video. Freunde, wunderschönes Make-up. Ich lieb's. Ich kann so rausgehen. Ich muss mich nicht neu schminken heute. I'm living. Schön, dass ihr da wart. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal.